Liebe Leute, willkommen zurück zu Let's Play F1 2020. Wir sind im Qualifikationstraining zum großen Preis von Italien. Natürlich. So, Wetter bleibt auf jeden Fall ziemlich gleich, hat sich nicht geändert. Und ja, wir gehen mal rein ins Qualifying. Los geht's. 18 Minuten stehen heute an, auf eine spannende. Für uns eigentlich weniger, weil für uns ist es egal, wir stehen hier am letzten Platz. Aber schauen wir mal. Ne? Doch, da sitzen wir schon, winken freundlich in die Kamera. Ja, und freuen uns hoffentlich auf ein gutes Qualifying. All set. Everyone clear? Car to track. Ich gehe auf Trockensitter, weil wenn ich ehrlich bin, das ist mir sonst zu heiß. Ja, wie gesagt, guter Tag am Freitag, also gestern. Wir haben gute Ergebnisse rausgeholt. Mit dem letzten 1, 1 und 2 am Ende. Und ja, schauen wir mal, ob wir es heute den positiven Trend bestätigt bekommen. Naja. So, jetzt ein bisschen. Wieder aufstellen, wenn man die Pace mitnehmen gehen kann. Hey, jetzt unsere gezeichnete Runde. Wir haben eh Zeit. Wir können ballern ohne Ende. Auch am heutigen Samstag. Und das wollen wir natürlich auch. Mal gucken, wie die Zeiten gehen. Der ist am Aufmachen. So, die ersten Zwischenzeiten fallen. Ich weiß nicht, was das Auto davor ist. Jetzt müsste ich mir angucken, das Auto von da vorne gerade abgebogen. Das sind die zwei Alpha, okay. Die wahrscheinlich jetzt auf ihre Zeit nur gehen. Erstmal die Renazi in der Bestzeit. Drake kriegt die Zeit nicht gesetzt. Und wir sind dahinter? Hinter Giovinazzi? Okay, damit habe ich uns nicht gerechnet. Jetzt sind wir 4 Sekunden hinter Bottas. Wir hängen momentan auf unserem gezeichneten 5. Jetzt sind wir da am 5. Platz. Also klar, wenn wir da nicht über Nazi sind, dann ist klar, dass wir dann. Naja, mal gucken. Less than a lap of fuel now. The tank is empty. Ja. You've fallen down the order. You're now in P7.
Fahrer vor mir. Stroll is ahead of you. Their best lap time is a 1 minute 22.2. Jetzt auf P3 vor Ocon und Raikkonen. Zumindest mal ein bisschen nach vorne gezogen hat. So, gehen wir mal zurück in die Garage, bis vorher da irgendwie noch Zeit abläuft. Ja, Zeit läuft hier runter. Der Abstand ist eine gute Sekunde auf die Spitze. Boah, also, der hat eine Bombenzeit da oben gesetzt, muss ich sagen. Aber ich möchte gerne irgendwo dahinter. Also die Zeit Bottas hat, wird wahrscheinlich nichts schlagen sein. Wir können eh wieder raus. Wir brauchen... Checks complete. We're ready. Wir können eh weiter raus, weil es bringt ja eh nichts. Aber eine neue gezeitete Runde. 10 Minuten haben wir noch. Wir können jetzt quasi durch Einsatz mindestens durchhauen. Da es eh regnet, brauchen wir sie, glaube ich, nicht. Aber ich hebe mir mal einen sicherheitshalber auf. P7. Das ist natürlich alles andere als gut. So, auf geht's. Vorne wird es wahrscheinlich keinen Sprung geben. Also ganz nach vorne zumindest nicht. Obwohl der erste Sektor war gerade schon violett. There's only one lap of fuel remaining. Über eine Sekunde zu Bottas, das wird P2 werden, nutzt es. Ja, das ist nicht viel. Aber es reicht nicht, um nach vorne zu gehen. Boah, hat der Bottas die Zeit rausgeholt, ey. Ja, ich muss cutten, damit ich diese Zeit hingepackt bekomme. Hingelegt bekomme.
So far, our fastest lap is a 1:20.9. So, leichte technische Schwierigkeiten. Geht doch schon wieder los, gut, ey. So, wir müssen noch mal eine Runde raussitzen. Und das hat mir halt die Runde jetzt gerade gekostet, komplett. Ist nicht viel, aber es fehlt. Moment, Fahrer vor mir. Bottas ahead, their best lap time is a 1:20.8. So, versuchen wir es mal. 20.8er da. So, jetzt natürlich, dass sie jetzt alle rausholen. Bus abkürzen, sonst wäre ich hier voll ins Auto gefahren. Und der nächste davor ist Ricciardo. Scheiße, ich bin verloren. Ich hab verloren. Es wird nicht viel schneller werden, aber. Fuck you, ey. Hätte ich gerne mitgenommen in die Runde. Runde haben. Nun ja, komm, die Runde machen wir einfach mal komplett. Der Auto ist mir gerade komplett weg. Ja, ist vorbei. Ich muss den 100. Vorsprung haben. Ich habe den 100. Rückstand. Lewis Hamilton ein 20,6, also 300. Bottas ein 20,3. Leck mich doch am Arsch, Alter. Warum holen die denn auf einmal so Zeiten raus jetzt noch? Ja, da kann ich aber nichts für. Da kann ich aber jetzt nichts für. Da habe ich das Auto voll verloren. Weiter am Ende. Es bleibt dabei. Wir kriegen es nicht geschissen, eine Pole hinzusetzen. Wir kriegen keine Pole geschissen. Schade. Zweiter am Ende.
Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Richards und Lewis Hamilton. Damit ist das Qualifying beendet, aber seien Sie unbesorgt, wir sind schon morgen zurück mit dem eigentlichen großen Preis. Ja, da wäre ich nicht angekommen in die Zeit. Das kann doch nicht sein, dass ich es nicht hinkriege. Es bleibt dabei, ich werde keine Pole hinkriegen. Wahrscheinlich nicht in der Debütsaison. Es ist knapp gewesen, aber es reicht nicht. Ja, schade. Das ärgert mich gerade so ein bisschen. Das ärgert mich, das wäre drin gewesen. Aber es bleibt dabei, maximal Platz 2. Mehr kriegen wir nicht hin. So. Tja, leider haben wir ein paar Gridstrafen erhalten. Starten weiter hinten, als du vielleicht erwartet hättest. Wie schlimm es genau sein wird, hängt noch von den anderen Fahrern ab. Das ist mir schon klar. Gut, ja, und dann im Regen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Happy Birthday. Na gut, wir müssen es mitnehmen. Wir sehen uns dann morgen wieder zum Rennen. Bis dahin. Tschüss.